Danke, dass du gekommen bist. Dein Besuch und deine Hilfe bedeuten mir sehr viel. Es ist mir der Pate beehrt ein weiteres Mal die Konsolenwelt. Guter Junge. Die sogenannte Dawn-Edition orientiert sich zwar an der PS2-Version, bietet aber inhaltlich einiges mehr. Ich habe ihm vertraut. Ob diese jetzt auch mehr Spielspaß bietet, das zeigt euch unser Video. Natürlich. Wie kann ich helfen? Auf den ersten Blick ist alles beim Alten geblieben. Noch immer durchwandert ihr das New York der 40er Jahre und erfreut euer Auge an matschigen Wandtexturen. Bei den Autofahrten konnten wir auch keine großartigen Unterschiede feststellen. Die Vehikelzahl ist doch immer sehr begrenzt und ein Besuch in einen anderen Stadtteil kann schon mal in einem Hinterhalt enden. Euer Hauptverdienst ist die Schutzgelderpressung. Das heißt, ihr besucht redliche Ladenbesitzer und überzeugt sie mit wenig redlichen Mitteln davon, euch monatlich etwas abzugeben von ihren Einnahmen. Mach den Boss jetzt nicht sauer, kapiert? Das erzähle ich alles der Polizei! Sie haben hier viele scharfe Klingen. Sehr scharfe Klingen. Wie könnte ich Ihnen etwas abschlagen? Das kann allerdings auch für euch ins Auge gehen, denn die Polizei ist nun weitaus rabiater als zuvor. Raus hier! Der Kerl ist keine Chance! Um solche Übergriffe zu vermeiden, bestecht ihr die Gesetzeshüter einfach. Dann drücken die schon mal ein Auge zu, wenn euch wieder mal die Hand ausrutscht. Kein Problem. Sie bauen sich in der Gegend ja einen ziemlichen Ruf auf. So leicht machen es euch andere Clans allerdings nicht. Die lassen sich nicht kaufen. Hier müsst ihr schon mit Waffengewalt nachhelfen, wenn ihr deren Gebiet übernehmen wollt. Und darum kommt ihr nicht herum, wenn ihr Karriere als Gangster bei den Corleones machen wollt. Bitte nicht! Nicht nur die Story-Missionen wurden erweitert, auch eure Nebenjobs wurden um einige interessante Facetten ausgebaut. Hier beispielsweise müsst ihr einen irischen Kollegen aus Chicago davon überzeugen, dass New York kein Ort ist, wo er Geschäfte machen kann. Sterben schön. Ihr sizilianischen Bastarde, seid alle gleich! Ihr redet immer nur! Nicht sehr nett, aber nett sein bringt in unserem Geschäft nicht die Butter aufs Brot. Bereit, Boss. Willst du damit sagen, ich soll verschwinden? Ihr könnt euch eure Jobs erleichtern, wenn ihr einen Kollegen anwerbt. Das könnt ihr, wenn ihr einen gewissen Ruf bei den Corleones genießt. Ich brauche jemanden für den Gefühl. Dieses nette Feature gab es auf der PS2 nicht, hat allerdings einen Haken. Womit fangen wir an? Der Kerl folgt euch nicht ins Gebäudeinnere. Und bei Story-Missionen ist er ebenfalls nicht verfügbar. Völlig neu ist, dass ihr erworbene Fähigkeitenpunkte jetzt in zwei Kategorien setzen könnt. Richtig gesetzte Punkte erleichtern euch das Erpressen von Geschäftsleuten, erhöhen eure Einnahmen aus illegalen Geschäften und erleichtern euch auch das Bestechen von Polizisten. Dank des neuen Waffenrads habt ihr ab sofort keine Probleme mehr, die richtige Knarre zu wählen. Doch nichts ist praktischer als das Herbeirufen eines vierköpfigen Schlägerteams mit einem Pfiff. Mit so viel Feuerkraft werden selbst die schwierigen Einsätze zu einem Kinderspiel. Unterm Strich ist der Pate, die Dawn-Edition für die PS3, ein klein wenig besser als das PS2-Original. Größere Missionsvielfalt und einige spielerische Verbesserungen sind allerdings keine Entschuldigung für die grafischen Versäumnisse. Denn nach Next Gen sieht hier eigentlich fast gar nichts aus.